Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Anno 1800. Und wir fangen erstmal an heute mit dem Aufrüsten der Stadt, so wie wir es in den letzten Folgen meistens auch gemacht haben. Und dann ziehen wir jetzt gleich erstmal einen großen Bereich. Wir gehen erstmal ein bisschen unten hindurch. So. Ups, das haben wir auch. Wir müssen übrigens auch bald eine neue Stadt errichten, und zwar auf einer anderen Nebeninsel, weil uns... Wir dürfen jetzt zum Beispiel nicht die ganzen Gebäude hochziehen auf Arbeiterhäuser, weil uns dann die Bauernarbeitskräfte fehlen. Dementsprechend müssen wir auch bald hingehen und gucken, dass wir... Hä? Oh, dass wir eine neue Insel schon mal errichten. Das machen wir ja gesagt, wir eine hier unten nehmen, wahrscheinlich diese hier. Und da werden wir auch ein bisschen was probieren, dass wir möglichst mit Rathäusern arbeiten und dann generell schauen, dass wir eine Art Kasten nehmen. Jetzt habe ich gerade nicht genug Ziegel hier, scheiße. Warten wir. So, wir gehen mal kurz hier einmal rum. So ungefähr müsste der Radius sein, ne? Ja, gar nicht mal so gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die Straße quasi drumrum und innen drinne ein System haben, wo wir dann möglichst viele Häuser haben mit allem, was wir brauchen und die uns dann einfach nur kopieren müssen, weil wir werden die Rathäuser zwingend brauchen. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir mit dieser einen Insel dann alle anderen Inseln hier beliefern müssen mit den Arbeitskräften, weil wir wollen ja auch logischerweise auf unserer Hauptinsel keine Arbeiter mehr sehen, keine Handwerker mehr sehen, etc. Dementsprechend muss diese eine Insel funktionieren. Und da brauchen wir dann ein relativ gutes Layout, was das angeht, damit wir da möglichst schöne Items reinsetzen können und unsere Arbeitskräfte boosten können. Meine 210 Bretter haben wir noch. Ah, oh, hoppala, ich wollte eigentlich ziehen. Müssen wir mal gucken, dass wir uns da was Vernünftiges hingeschustert bekommen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, okay, wir haben keine Bretter mehr, wir hören also auf. Und ihr seht schon, 10.700 Bauern, wir sind schon fast fertig. Es ist nicht mehr so viel, ne? Ja, also nur noch dieser obere Bereich, nur diese Schiene. Der Rest ist schon alles aufgerüstet. Okay, gut. Dann haben wir ja in der letzten Folge uns angeschaut, dass wir das Amazonas-Set erforschen wollen. Das werden wir mal reinsetzen und dann mal direkt gucken, was uns das bringt. Hoppala. So, was ist denn jetzt los? Neue Palaststufe, okay, das gucken wir uns als allererstes an. Übersicht. Es müssten diese beiden hier sein, wir sind ja hier mit dem Strich. Privatsammlung, Attraktivität pro vollständigem Set. Plus 250, okay. Das heißt, da kann man quasi hingehen, das ein bisschen ausnutzen und immer nur Dreier-Sets nehmen. Und dafür jeweils dann 250 Attraktivität bekommen. Ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, wenn man attraktivitätmäßig wirklich alles boosten will, was geht. Dann haben wir hier unten Wohlfahrt der Arbeiter. Einwohner gewinnen, zusätzliche Zufriedenheit. Ja, okay, alles klar, ist uns egal. Uns ist egal, ob die zufrieden sind oder nicht. Und dann gucken wir, also die sind ja generell immer zufrieden. Und wenn, dann müssen wir uns eher erst darüber Gedanken machen, wenn wir bei den Investoren sind. Von daher gucken wir mal. So, wir wollten schauen, was das Set für eine Auswirkung hat, beeinflusst den Weinberg. Das hatten wir schon mal, ne? Ich glaube, im alten Spielstand hatten wir das schon mal. Produktivität plus 25% bei den Weinbergen. Ja gut, okay, also das Set bringt uns gar nichts und das nehmen wir auch direkt wieder raus, weil uns es zumindest auf dieser Insel nichts bringt. Denn wir haben ja... Moment. Ups, wo ist unser Schiffchen? Jawohl, schön, dass du bereit stehst. Kurz gucken, dass wir alle Items mit reinbekommen. 6 Stück waren es. Denn wir haben ja hier unten unseren Weinberg. Dann lassen wir das Schiffchen mal eben ankommen. Und dann können wir, auch wenn es nur, ich glaube, 10 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 10 Stück. Auch wenn es nur 10 Weinberge sind, können wir die boosten. Das heißt, es wären jeweils 25, also 250% quasi ein halber Weinberg wäre es mal eben geschenkt. Und daher werden wir uns mal hier im Botanischen Garten hinpflastern. So. 1, 2, 3, 4, 5. War jetzt ein bisschen blöd gebaut, ein bisschen hässlich. Hä? Ach so, man darf ja nur die verschieben, wenn die Anbindung... Ja, okay, alles klar, macht Sinn. So, okay. Gut, dann kommt mal raus hier, Schlawiner. Und dann setzen wir euch mal direkt wieder rein. Und ich glaube, dann bringt uns das mehr. So, okay, dann müssten die jetzt hier, ja, ihr seht schon, plus 25% und damit boosten wir uns auf 100, 300, 340, 410, 490, 515%. Also 515% auf einem Weinberg, das hört sich doch schon mal gar nicht mal so verkehrt an. Ich denke mal, mittlerweile müssten wir auch wieder genügend Trauben produzieren, dass wir bald mal wieder ein paar Sektkellereien bauen können.
Wo ist es? Da. Ja, also wir können rein theoretisch unsere Sektproduktion schon fast verdoppeln. Aber noch brauchen wir es nicht. Das geben wir an, wenn es soweit ist. Wir lassen das jetzt erstmal. Das lassen wir hier stehen. Grenzen wir mal hier ab. So, okay. Gut. Ist nicht schön geworden. Es ging uns aber auch gerade einfach nur um den Buff. Also es ist völlig egal, wie das hier aussieht. Ich meine, wenn wir uns mal den Rest angucken, das ist einfach nur auf Produktivität getrimmt. Das sieht ja nicht irgendwie bezaubernd aus. Okay, gut. Wir hatten bei den Arbeitern hier eigentlich alles außer den Schnaps. Den Schnaps haben wir auch. Aber da muss ich, glaube ich, mal ein, zwei Schiffchen mehr laufen lassen. Ah, ihr seht es nämlich, hier liegt nämlich Schnaps an Bord rum, beziehungsweise im Lager. Kapversorgung. Drei Schiffe, dann machen wir noch zwei Schiffchen bei. Eiskrone, erinnert mich gerade ein bisschen an WoW. So, Eldorado, Abmarsch. Okay, fünf Schiffe. Müssen wir beobachten, ob es passt. Weil wir haben nämlich eine Produktion von, ich glaube, 300 war es. Also an die 300 und einen Verbrauch von 165. Also dementsprechend muss da schon die Route schon ordentlich funktionieren. Sonst haben wir halt das Problem, was wir gerade haben, dass der Schnaps nicht da ist. Okay, aber generell haben wir alles. Das heißt, wir können jetzt die ersten Handwerker befriedigen, was die Güter angeht. Also kümmern wir uns um die Fleischkonserven. Oder springen wir mal direkt rein und gehen wie immer erstmal gucken, was für Items wir nehmen. Konserven, Fabrik, so. Mrs. Mason, Koryphäe der Hauswirtschaft. Anstelle von Eisen verarbeitet das Gebäude Mehl. Mehl kann man nicht importieren, ne? Nee, lassen wir auch weg. Wir nehmen auf jeden Fall Michel mit, das ist klar, denn der bringt uns das Item, beziehungsweise den Effekt, dass wir anstelle von Gulasch Schweine verbrauchen und zusätzlich auch noch Wurst bekommen. Okay, ich bin ehrlich, die Wurst wäre mir egal, aber mir geht es da ehrlich gesagt um die Gulasch- beziehungsweise Schweinegeschichte. Dann ist, glaube ich, der Elmas elektrische Ofen da eine sehr gute Wahl wegen dem 40%igen Produktionsbuff. Und wir sparen uns 25% Arbeitskräfte, was auch wiederum, glaube ich, gar nicht unwichtig wird im späteren Spielverlauf. Und deswegen nehmen wir auch The Cutting Edge mit. Da haben wir nämlich summa summarum dann 80% Produktionsbonus und eine minus 75%ige, auf jeden Fall brauchen wir nur noch 25% der Arbeitskräfte, so ist besser ausgedrückt. Denn wenn wir nur eine Insel haben später, und das wird diese hier unten sein, wo wir dann Bauern, Arbeiter, Handwerker und eventuell, ja, Ingenieure werden es nicht sein, aber die ersten drei Klassen quasi komplett an Arbeitskräfte von dieser Insel gestellt werden müssen. Da müssen wir natürlich auch schauen, dass es ordentlich funktioniert und wir nicht unnötig viele Arbeitskräfte überall verbrauchen. Wenn wir dann Items haben, die uns da ein bisschen helfen, dann nehmen wir es natürlich erst recht mit, ne? Gut, okay. Dann überlege ich gerade, wie machen wir das generell? Wir wollten ja hier dann die Handwerksbedürfnisse herstellen. Hier passen unter Umständen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sagen wir mal 7. Also wirklich, wenn man es wirklich sparsam macht, passen ja 7 Handelskammern hin mit vernünftiger Produktion. Das heißt, wir müssten eigentlich gucken, dass wir auch Waren hier runter bekommen. Dann lassen wir uns das mal liefern. Wir nehmen uns Sekt von oben mit und bringen uns das hier unten hin. Und dann können wir aus dem Sekt nämlich dann uns die Dinge importieren, die wir brauchen. So. Das nennen wir dann die Importroute. Weil es. Warte mal. So. Weil die dafür da ist, dass wir hier unten vernünftig importieren können. Kapversorgung, Abmarsch. So. Okay, einmal müsste reichen. Wir sollten nur gegebenenfalls hier oben mal eben eine Mindestmenge einstellen, damit wir irgendwann nicht mal in 30 Folgen ein Problem haben, weil die untere Insel unsere ganzen Sektbestände hier auffrisst. So, machen wir 1000. Dann kann uns nichts passieren und wir sehen rechtzeitig, wenn irgendwas schief geht, dass wir hier unten mehr Sekt brauchen. Okay, gut. Also, Moment, habe ich die richtige Insel eingestellt? Ja, habe ich, okay. Gut, weil wir müssen nämlich hier hin. So, jetzt haben wir die Items. Wir haben die Sektproduktion, die wir brauchen. Dann können wir anfangen zu importieren und bei den Konserven brauchen wir Eisen und Schweine. Dementsprechend gehen wir hin, so, Sekt und wollen Schweinchen haben und Eisenerz, nicht Metall. So, dort. Dann nehmen wir wie immer unser ganzes Lager. So. Wir werden das nicht brauchen, gerade nicht bei den Konserven, deswegen erschreckt euch nicht.
Mir geht es nur darum, dass das Lager immer voll ist. Denn die Konserven, die haben mal gar nicht so einen hohen Verbrauch und auch gar keine hohe Produktion am Ende. Und vor allem sind das, ihr seht schon, solche Okolyten. Da kriegen wir eh nicht so viel hin. Ah, gut. Okay, wir fangen an. Würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal hier unten hin. So ein bisschen freilassen alle Richtungen. Ihr habt es gesehen, das sind Okolyten. Also gucken wir mal, dass wir das alles schön gedeichselt bekommen. So, okay. Gut. Wo sind sie? Da. Wie fangen wir an? In die Länge? Ja, ne? Machen wir in die Länge. So, gucken wir uns einmal kurz das ganze Ding an. Wir könnten erstmal eine Bahn hier runterziehen. Schade. Okay. Wollen wir erstmal eine Seite fertig machen und danach gucken, wie wir den Rest machen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hin. Hier unten wäre kein... Ne, das sieht doch jetzt schon scheiße aus. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Wir reißen die mal ab und setzen die quer hin. Ich glaube, wir kriegen da mehr hin. So, jetzt kriegen wir schon mal hier unten eine mehr hin im Vergleich. Und sind schon mal ausgelastet am Rand. Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir oben auch vernünftig rankommen. So. Schade. Das wäre cool gewesen. Drei. Kriegen wir, wenn wir die quer setzen, mehr hin? Ah, nee. Schade. Okay, also mehr als drei da hinten bekommen wir nicht hin. Egal, wie wir es drehen und wenden. Okay, das heißt, wir können jetzt im Prinzip hingehen und das hier unten weitermachen. Weil hier oben können wir nichts optimieren. Dann machen wir die Straße schon mal dran. So, okay, passt. Gut. Feuerwehren etc. machen wir gleich. Wir fangen jetzt erstmal weiter an, das hier vernünftig oder versuchen es zumindest vernünftig hinzubekommen. Ich sehe gerade diese Schiene in der Mitte hier. Die werden wir nicht passend hinbekommen, glaube ich. Das heißt, wir können hier eine Straße ziehen. Da könnte eine Feuerwache als Beispiel hin. Gucken wir gleich mal. Bringt uns das, wenn wir es quer machen? Nee, ne? Überhaupt nicht. Bringt uns das was, wenn wir die Straße abreißen? Ja, bringt uns was. Okay, dann nehmen wir das schon mal so mit. Ist zwar ein bisschen schief und krumm, aber ist nicht schlimm. Kommt uns ja auf die Effizienz an. Jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir zwei hintereinander weg? Nein. Das heißt, wir lassen uns hier ein bisschen frei. Oh, die Straße ist ja schon da. Dann können wir nämlich hier direkt schon mal die Feuerwehr reinbauen. So, okay. Straße raus. Gut, haben wir natürlich aber schon mal mittendrin. Und wir haben rein theoretisch mal einen Straßenzugang. Und dann sieht das schon mal ganz gut aus. Handwerker da. Und eine noch. Ist natürlich egal, wie wir es drehen. Wir kriegen nicht mehr als eine hin, also machen wir es so. Haben noch einen Straßenzugang. Da sieht es sogar halbwegs vernünftig aus. So, okay. Straße rum. Das war zu schnell gezogen da oben. Wobei, nee, können wir lassen. Dann sieht es schon ein bisschen schöner aus. Ein paar Bäumchen hin. Ihr kennt das Spielchen. Was nehmen wir? Hier. So. Ja, schön im Blaupausenmodus. Ich wollte genau das vermeiden, damit ich da nicht nochmal rüber muss. Hier fehlt übrigens noch eine Straße. Das habe ich nicht gesehen. Und dann können wir anfangen. Okay, wir brauchen Lagerhäuser. Wie viel sind's? 10 brauchen wir nicht. 16. Da reichen also, ja, 3. Eigentlich reichen 3. Dann machen wir 4. Ja, ne? Komm, machen wir 4. 1, 2, 3. Ja, ne, Bauernhaus brauchen wir nicht. 4. Okay. Gut, ihr kennt das. Aufrüsten tue ich das immer zwischen den Folgen. Dann brauchen wir jetzt hier nicht nach den Baumaterialien betteln. Wir ziehen aber noch eine Feuerwehr hier oben hin und eine hier unten, falls sie explodieren, dass wir da direkt reagieren können. Gut, okay. Die Handwerker hier oben, die ignoriert ihr mal. Das machen wir in der nächsten Folge. Also für die Arbeitskräfte sorgen wir in der nächsten Folge. Weil arbeiten können die so oder so nicht, weil wir kein Gulasch haben. Dementsprechend also nicht wundern. Okay, gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir könnten die Nähmaschinen gleich mitmachen. Aber wir machen erstmal die Route fertig. Das machen wir als allererstes. Liebe Horst nach Drachenstein, wir brauchen die fertigen Konserven. Wo sind sie? So. Nehmen wir das Seepferdchen. Maiblume. Ja, machen wir Maiblume. So. 6 und Abmarsch. Wir brauchen nichts mitnehmen, oder? Sekt kriegen wir runter. Das heißt, wir importieren hier die Waren. Stellen sie hierher. Also brauchen wir auch nichts von Drachenstein mitnehmen. Okay. Abversorgung und die Konservenroute. Okay, das haben wir. Dann gucke ich mal ganz kurz einmal nach, ob wir genug Schiffe noch auf Lager haben oder ob wir wieder
1, 2, 3. Wir brauchen mal wieder welche. Also brauchen wir auch wieder ein paar Ingenieure. Beziehungsweise Investoren. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Minus. Das heißt, wir brauchen mehr Ingenieure. Und dann brauchen wir wieder ein paar Handwerker. Ihr kennt das Spielchen. So. Okay. Gut, 63 Einfluss. Wir können also ein paar Schiffchen bauen. Alles klar. Gut. Also, das haben wir geregelt. Das heißt, wir gehen jetzt an die Nähmaschinen. Und dann gucken wir uns das auch mal direkt an. Nähmaschinenfabrik. So. Da gibt es auf jeden Fall, und da ist er schon, Bruno Ironbright. Den brauchen wir definitiv. Den haben wir beim letzten Mal schon drin gehabt. Und dann auch den Maschinenbauer Dario. Denn, ganz wichtig, anstelle von Stahl verarbeitet das Gebäude Eisen. Wir tun unseren Import also schon mal gleich ein bisschen schonen. Oder brauchen bis jetzt zumindest noch keine Stahlproduktion, was ja auch gut ist. Okay. Ihre geschützte Dampfmaschinen. Taschenuhren, Phonographen. Also diese beiden Items, ne? Ich liebe diese beiden, muss ehrlich sagen. Schwere geschützte Dampfmaschinen, die brauchen wir auf jeden Fall zum Exportieren. Und die Taschenuhren und Phonographen brauchen wir für die Investoren und Ingenieure. Von daher, nee, nur Investoren, ne? Ingenieure brauchen die, glaube ich, gar nicht. Okay, also die beiden haben wir. Was nehmen wir noch mit? Feras. Haben die überhaupt einen Produktionsbuff? Auch noch 50%. Okay, ja, das ist klar, das sind unsere Handwerker. Was nehmen wir noch mit? Produktion, Arbeitskräfte. Bringst du hier oben Brandgefahr? Ein Item, ne? Brandgefahr minus 50%, yay. Arbeitskräfte erforderlich. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Da, The Cutting Edge. Wir nehmen auch hier The Cutting Edge mit. Plus 40% Produktion, minus 50% Arbeitskräfte. Okay, bevor wir anfangen, die Handelskammer zu setzen, gehen wir erstmal ran und werden gucken, dass wir Holz und nur Eisen natürlich importieren. So. Das wird das letzte Mal sein, erstmal, dass wir Sekt verbrauchen oder exportieren. Ihr habt es gesehen, wir bekommen gleich wieder unsere Haubitzen, wie ich sie immer so schön nenne. Und können erstmal, wo ist es, Holz reinbringen für 3000 im Vertrag. So, und Eisenerz, das ist Kohle, da müssen wir hin. 3000, okay. Gut, wie gesagt, die Zahlen, ne, nicht irritieren lassen. Wir können mal kurz nachschauen, wie viele wir überhaupt rein theoretisch nur brauchen. Konserven, das sind 7 pro Minute. Mit den Items sind wir bei 20 ungefähr pro Minute. Mal 30 Minuten, bis Morris wieder kommt, sind das gerade mal 600. Also wir brauchen gerade mal 600 Schweine und 600, das ist noch Eisenerz, ne? Also dementsprechend ist der Vertrag nicht bei 3000, wie er da stand. Also alles gut. Okay, dann brauchen wir jetzt natürlich noch Platz. Also unsere Handelskammer. Könnten wir hier? So, wäre natürlich schön, wenn man hier auch noch eine hinbekommen würde. Die machen wir als Blaupause. Können wir auch noch eine hinkriegen? Das wäre schön. Und hier unten auch noch eine hin. Da kommen wir später zu. Das machen wir jetzt nicht. Das kommt dann irgendwann zwischendurch, wo wir dann Jörg von Malching da überall reinsetzen werden und dann die Inseln sich selbst mit Öl versorgen lassen. Und dafür sind die Minen gut. Okay, so. Die Handelskammer sitzt. Ihr kennt das bestimmt, die Nähmaschinen sind solche riesen Okolyten. Mal gucken, wie wir das hier passend hinbekommen. 1, 2, 3. Die war schon zu weit. Das heißt, wir machen das, glaube ich, in die Breite. Nee, auch nicht. Och, Handelskammer, warum denn nicht? Die Menschen lassen sie hochleben. Okay. So. Ernsthaft? Warum? Auch wegen diesem... Hier oben, seht ihr das? Wegen dieser einen Kachel da. So bescheuert ist das doch. Ich hab bei sowas immer so ein bisschen Pech. Okay, hier oben geht's. Eins freilassen wegen der Straße. Das ist ganz wichtig. Oder wir gehen unten rum. Wir können auch außen rum gehen mit der Straße. Machen wir es so. Hier oben müssen wir aber eins freilassen. Sonst kriegen wir bei der Nähmaschine keine Anbindung. Okay, wir würden eh keine mehr hinkriegen. Hier auch nicht. Das war's, ne? Ja, das war's. Sind nicht viele, es sind nur 5, 7, 9, 11 Stück. Aber notfalls baut man halt in Zukunft noch eine zweite. Das ist ja wurscht. Die Straße ist falsch. Da kann die Feuerwehr rein schon mal. Dann haben wir die schon mal abgehakt. Und hier auch. Und dann haben wir, wie viel haben wir jetzt gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. 11 Stück. Okay, das heißt, uns reichen im Prinzip 2 Lagerhäuser. 1 und 2. Wie gesagt, die ziehe ich in den Videos, also zwischen den Videos hoch. Und dann passt es, die Handelskammern.
dass wir daran gedacht haben, ist schon mal ganz gut. Sonst hätten wir uns in ein paar Folgen geärgert. Weil wir wollen hier überall ja auch Strom hinlegen. Also so ist ja nicht. Gut. Wir fangen also erstmal an, die Route einzustellen. Divehorst, so. Ist es Olympia, du Mustard. Nähmaschinen. 6-mal. Nehmen wir noch eben Nähmaschinenroute um. In die Nähmaschinenroute um. Versorgung und Abmarsch. Und dann haben wir das auch schon durch, ne? Lagerhäuser passen. Die Items Holz und Eisenerz kommen. Der Import. Und das Endprodukt produzieren wir und bringen wir weg per Route. Okay, dann sitzt das alles schon, ne? Gut, okay. Dann müssen wir uns nur für morgen schon mal auf unseren Spickzettel schreiben, dass wir uns um die Handwerker kümmern müssen. Weil sonst geht hier gar nichts voran. Wir haben nämlich jetzt schon, ja, 4400 bräuchten wir rein theoretisch. Klar, es werden ein paar weniger sein wegen den Items. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne Handwerker in der Stadt hier auskommen werden. Aber das machen wir morgen. Alles gut. Und was wir auch morgen machen, wir gucken uns morgen noch die neuen Sets an. Und zwar die vergessenen Stämme. Die wurden mir als Tipp schon mal gegeben. Die gucken wir uns morgen an. Und auch die Myumbo-Wälder. Die habe ich mir einfach selber angeschaut, weil ich die Tiere einfach schön finde. Dementsprechend gucken wir uns die morgen mal an, was die für Effekte haben. Aber wie gesagt, da quatschen wir morgen drüber. Wir machen erstmal einen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal, insofern ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Ciao.